ersten Advent, Weihnachten ist. Und wir stellen euch mal wieder eine Menge vor. Und wir sprechen auch darüber, denn das Jahr geht ja zur Neige. Und wir haben ja eine Menge gemacht. Der Star Wars Stammtisch, vor allem der letzte Samstag, hier war richtig was los. Also ich lege das mal eben hier vor. Ihr seid total recht herzlich willkommen. Ich komme dazu, es fällt alles, wie immer. Sondern spontan, diese Sendung ist spontan. Dein Weg ins Fan-Universum der Star Wars Gallery. Ja, Star Wars Gallery hat eine Bedeutung. Der Star Wars Filmfiguren Stammtisch Ultra D Web TV im YouTube-Kanal. Für alle 6 plus bis 12 plus, beziehungsweise zwischen 6 und 24 Jahre. So, zwischen 6 und 24 Jahre. Die Liebsten sind natürlich die, welche zwischen 6 und 12. Das sind wirklich die Liebsten. Wenn sie hier reinkommen und sich die Figuren anschauen und überall drauf rumdrücken, sprechen die ja. Ja, wir haben natürlich auch Dia-Werfer von Star Wars, die ja auch Dia-Rahmen setzen im dunklen Räumen. Das bedeutet also, das hier ist zwar eine Lounge, ja, eine Star Wars Lounge. Die ist natürlich hierfür erschaffen worden, für die Sendung. Um diese Sendung ein Gesicht zu geben, haben wir diese Star Wars Lounge erstellt. Ganz neu, heute, erster Advent, für euch einen Beitrag. Und zwar ein Beitrag, weil sich ja alles verändert. Es war einmal vor langer Zeit, da ging man in ein Geschäft und kaufte Ware. Die Zeiten sind ja wohl vorbei. Die Jugend von heute zwischen 6 und 12 und vor allen Dingen von 6 bis 24, mit einem Mausklick hat man alles. Aber nicht alles. Man kann nicht alles bekommen. Auch nicht im Internet. Besser wäre es, wenn man sich mit einem unterhält. Über eine Figur. Wieso, weshalb, warum? Sollte man oder sollte man nicht? Ist es eine Wertanlage oder ist es keine? Ist es wirklich Spielzeug? Hat keinen Wert, kann morgen früh schon nichts mehr wert sein. Ja, mit einem zu sprechen mit so einem Mausklick, naja, ist eure Sache. Also heute zum ersten Advent, meine lieben Freunde, hier ihr begeisterten Star Wars Leute. Die Geschichte geht gleich richtig los und ich werde euch auch ein bisschen fesseln. Und zwar bei Mandy Jakowski-Schmidt. Die hat ja das Buch geschrieben, Der Rote Lord. Ist ja auch eine Künstlerin und dann sind wir auch schon im Kernprogramm. Meine lieben Freunde, wir unterstützen Künstler, Künstler aller Arten, Künstler aller Sparten. Für alle Zuschauer hier online, beziehungsweise für alle Kunden, die hier live in dieser Kulisse sitzen, die auch hier in dieser Star Wars Lounge sitzen. Das wird natürlich 2017 alles noch viel, viel schöner werden und viel, viel besser. Aber das verraten wir natürlich jetzt noch nicht. Versteht sie? Es ist Weihnachten, es soll eine Überraschung sein. Diese Überraschung wäre aber sicherlich auf September. Silvester. Silvester werden wir das dann, wie gesagt, verkünden. Also noch einmal, wir unterstützen oder wir machen jetzt noch einen kleinen Replay. Wir haben unterstützt Mandy Jakowski-Schmidt, Der Rote Lord, den sie geschrieben hat. Ein wunderschönes Buch. Das schmeiße ich mal in die andere Abteilung. Also. Der Star Wars Stammtisch war ein wunderbarer Erfolg und jetzt geht's ab in die Galaxie. Wie gesagt, Fotogalaxie. Wir haben da welche, also noch einmal. Rupert macht solche, wir haben uns die einfach mal gezogen. Der Rupert in Augsburg bietet euch Gemälde nach deinem Wunsch an. Der Rupert, Gemälde nach deinem Wunsch an, dein Unikat. Das heißt also, er würde dein Bild herstellen, was dir gefällt. Wir haben da einfach jetzt mal uns was ausgedacht. Gesetzter Fall, euch würde irgendwie sowas da gefallen, dann würde er das machen. Egal was, ein Hund, Tier, Katze, die liebste Oma, wenn ihr die noch habt. Oh, ich muss mal gucken hier. So, er hat uns da ein paar zur Verfügung gestellt, damit wir die in die Kamera halten können. Wir haben die halt etwas steifer jetzt gemacht, sonst wackelt das Ganze. Also der Rupert macht tolle Bilder. Geht mal auf seine Seite von Rupert. Ich stelle euch das aber alles gleich vor. Und noch einmal, es gibt natürlich erstklassige Ölgemälde. Ölgemälde bedeutet, dass sie natürlich auch Einschlüsse haben. Das heißt also, wenn gezeichnet und gemalt wird, dann bleiben natürlich auch Einschlüsse oder Grobheiten. Das ist halt bei Ölgemälden so, für die, die sich da nicht auskennen. So, er würde das also für euch machen und ich erkläre euch jetzt mal den Rupert. So, es ist Weihnachten. Nein,
die Adventzeit. Da bestehen einige Kunden drauf. Wir haben den Advent. So, bald ist aber Weihnachten. Heute in einer Woche ist schon Nikolaus. Deswegen haben wir die Sendung halt auch schon ein bisschen weihnachtlich gestaltet. Wir haben hier The Old Republic Reven mit E geschrieben, nicht ein A, ist kein Rabe, Reven. Ne? Ich will hoffen, dass ich das jetzt wieder richtig ausgesprochen habe. Old Republic Star Wars. So, jetzt haben wir hier einen modernen Knecht Ruprecht. Jetzt kommen wir auch drauf, warum trägt er so eine Maske? 6 Plus, also wir hatten ja den Stammtisch. Ne? Wollte ich nochmal gesagt haben, den Star Wars Stammtisch. Und in diesem Stammtisch kam natürlich die Jugend zwischen 6, 9, 12 und so weiter und staunten nicht schlecht. So, jetzt haben wir natürlich zum ersten Advent total umgebaut und wir zeigen auch gleich, wieso, weshalb und warum. So, wie gesagt, wir haben Weihnachten noch nicht, aber wir sind jetzt in der weihnachtlichen Zeit. Ich komme auch gerade frisch vom Weihnachtsmarkt mit einem leckeren Glühwein, mein lieben Freund, und Knackwurst, ne, diese Bratwurst, diese Düfte, und dann einmal sich umschauen. So kalt ist es ja nicht, die Sonne lacht sogar bei uns. Ja, die Sonne lacht, das sah richtig schön golden aus. War schön gerade, muss ich einfach mal sagen. Okay, wir sind jetzt hier wieder im Studio. Wir haben Weihnachten. Wir haben diesen sogenannten Knecht Ruprecht. Ne? Das ist mal ein anderes hier, so ein Knecht Ruprecht. So könnte man auch mal rumlaufen, so im Star Wars Gewand, Knecht Ruprecht oder so. Man könnte auch die Geschenke so in so einem Star Wars Gewand. Da sind wir beim Thema. Alles, was hier steht, kann gekauft werden. So, für die Cosplayer, die Masken brauchen, die Sachen brauchen. Wir sind gerne bereit, hier vor Ort dieses, also für die Kunden, das ist für die Kunden, die jetzt real, die diese Sendung sehen, die nicht wissen, worum es geht, Funk, ist was Neues von ARD, ZDF, für die Jugend ab 6 plus aufwärts. Also wir machen auch diesen YouTube-Kanal, wir haben diese Sendung schon sehr, sehr lange. So, ich möchte mich auch gar nicht mehr weiterhin vorstellen, ich bin der Medienkanzler, ich mache das schon so lange, weit über 40 Jahre, und will mich auch gar nicht mehr neu erfinden. Ich möchte einfach nur darauf verweisen, dass hier alles zu kaufen ist, auch wenn es aussieht wie eine Kulisse, und es ist ja auch eine Kulisse fürs Fernsehen, ist richtig. Aber ich habe jetzt hier die Ecke gewählt für Weihnachten, die Weihnachtsecke, die ist natürlich auch fürs Geschäft. Und das ist aber auch wieder mal ein Thema, Geschäft. Früher ging man in ein Geschäft, da hatte man den Verkäufer, man sprach mit ihm, und dann hat man so eine Sache, ja, hätte ich gern, nehme ich mit. Nun, heutzutage sitzt ihr ja vor so einem Klicker da und er klickt euch ein. Naja, ist eure Sache, mag ja sein. Wir sind aber immer noch der Meinung, dass man in ein Geschäft geht, sich die Ware dort kauft, mit dem Verkäufer spricht, ja, und dann mit der Ware nach Hause geht oder sich liefern lässt. So, liefern ist klar, bei uns auch, Mausklick. Wir sind ja vertreten bei Amazon, bei eBay und haben unser Online-Kaufhaus. Im Online-Kaufhaus kauft ihr natürlich die Ware, die ihr aber auch hier regulär, real kaufen könnt. Besonders 6 plus, 9 plus, die freuen sich, weil die kriegen meistens immer Rabatt. Sind ja Jugendliche, wir haben Weihnachten. Natürlich machen wir da auch keine Geschenke, weil wir sind kein Sozialhaus. Wir sind nicht sozial, wir sind sozial eingestellt, richtig. Wir haben viel Herz, ja, aber wir können hier nicht. Für alle Geschäftsleute, die hier hinkommen und sagen, wir hätten gern mal den Raum gemietet für einen Tag für 5 Euro, 15 Euro. Meine lieben Freunde, das Licht schon alleine kostet horrendes Geld. So einen Raum, ja, ein Studio zu mieten, wo Licht ist, wo Kameras sind, das kostet doch alles Geld. Auf diesem Weg möchte ich einfach mal so eine weihnachtliche Geschichte erzählen. Wenn so ein junger Mann in so einem gebrauchten Auto mit einem Equipment zum Studio oder vom Studio oder in ein anderes oder überhaupt zu einem Set fährt, dort alles aufbaut und am Ende bekommt er, sagen wir mal, 300 Euro. Ja, das Problem an der Geschichte ist nur, die 300 Euro reichen dafür überhaupt nicht aus. Wenn man einen Beruf hat, kann man schlecht Sachen verschenken. Man muss von diesem Beruf leben. Und das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Deswegen ist die Kernaussage für das Weihnachtsfest 2016 vom Medienkanzler, meiner einer, und von unserer Firma hier, an alle, wir sind gerne bereit, für Sie tätig zu sein. Wir helfen jeglichen Künstler. Unsere Prämisse heißt, wir haben hypothetisch 7 Milliarden Menschen. 7 Milliarden Menschen, die hier einkaufen können, mit uns kommunizieren können und sich daran erfreuen, an Old Republic oder an Knecht Ruprecht entfremdet. Okay, komme ich zu der Geschichte. Der junge Mann hat diese Maske gekauft, natürlich die Originalmaske von Kylo Ren. Das ist natürlich jetzt hier nicht Kylo Ren, das ist ein Ritter von Ren. Nicht mit der Maske, bitte vergessen. Es geht ja um die Geschichte. Hey, kam ja gestern rein beim Stammtisch,
Sagt, heute ist ja Stammtisch schon mal, du, warum hast du so eine Maske? Das ist ganz einfach, weil du das ja gekauft hast. Beziehungsweise dein Papa hat ja den Kopf gekauft. Und wenn er den Kopf kauft, muss er den neuen Kopf draufsetzen. Um daraus wieder einen echten Kylo Ren zu machen, den mache ich aber erst in der Episode 8. Ne? Also heute, in 365 Tagen, ist die Figur wieder zu haben, zu sehen. Denn sie verschwindet natürlich nach diesen Dreharbeiten. Versteht sich. So, wir haben immer noch Weihnachten. Und Weihnachten bedeutet immer Künstler vorstellen. Heute stelle ich einen Künstler vor, der Rupert heißt. Ne? Rupert Schneider, er hat uns seine Karte zukommen lassen. Er hat uns die Genehmigung zukommen lassen. Er hat uns seine Bilder freigeschaltet, die wir dann halt in der letzten Sendung schon gezeigt haben. Die habe ich ja hochgehalten. Und das ist jetzt seine Werbung. Die hat er uns zukommen lassen für alle Kunden, die Bescheid wissen. Also die können sich die... Warum denn nicht irgend so ein schönes Gemälde zu Weihnachten verschenken? Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ein Gemälde verschenken. Und dann auch noch vielleicht ein Unikat. Gut, das dauert. Das klappt jetzt wohl nicht mehr. Das schafft auch Rupert nicht. Weihnachten ist, heute in 4 Wochen ist Weihnachten, denn wir feiern ja jetzt schon den Advent. So, aber für Episode 8, heute in 365 Tagen, kann man sich ja schon mal Gedanken machen, neuartige Weihnachtsgeschenke sich zu besorgen. Warum denn nicht? Fragt doch den Medienkanzler. Fragt mich hier real oder halt per Internet, könnt ihr ja fragen. So, im Online-Kaufhaus könnt ihr ja kaufen mit einem Klick. Ist aber auch kein Thema. Wenn die Ware da ist, bekommt ihr sie ja auch. So, der Rupert hat ganz viele Bilder gemacht. Der hat die wunderbar. Also, die haben mir so dermaßen gefallen, dass ich spontan ihn gefragt habe, hör mal, dürfte ich die mal in der Sendung zeigen? Ich mache auch Werbung für dich. Und die habe ich sehr gerne gemacht für den Rupert, die Werbung. Und die ziehe ich natürlich auch weiterhin durch, die Werbung. So, wir haben Weihnachten. Wir feiern Weihnachten, wir sind jetzt in der sogenannten Adventszeit. Heute wurde die erste Kerze angemacht. Wir machen natürlich keine Kerze an, wir haben natürlich unsere eigene Vorstellung von Weihnachten. Wir haben unsere eigene Vorstellung von Advent. Kann man dann, weil es ist, bei Instagram kann man unsere Bilder sehen. Wir stellen sie ja auch aus. So, wo sind wir? Wir sind hier im Frohnauser Kopierstudio, haftungsbeschränkt. Kopieren und Studio. Wir machen also Film und Foto. Wir machen Sendung. Hier bei Funk, ARD, ZDF. Wir machen YouTube-Kanal vom ersten Tag an. Wir machen das Ganze schon seit 1995, wie alles angefangen hat. Ja, auch The Community. Das war auch so eine wunderschöne Gesellschaft. Es geht so schnell, man darf sich ja gar nicht wiederholen. Oh, so lange her. Warum sieht es hier eigentlich so aus? Ja, ganz einfach. Wir hatten uns gedacht, wir machen eine sogenannte Tante Emma. Ja, so Tante Emma da, ihr kommt rein, wir unterhalten uns, wir haben da die Lounge und so. Ja, wenn ihr, meine lieben Freunde, wenn ihr so eine eiskalte Welt haben wollt, nur noch Mausklick und so. Wir laden euch jetzt noch einmal total recht herzlich ein, hier in der sogenannten Star Wars Lounge. Aber es ist nicht nur eine Star Wars Lounge. Im Moment ist Star Wars klar, wir haben dieses als Star Wars Lounge gegründet, weil Star Wars soll jetzt in die Unendlichkeit. Laut Kennedy. So, laut Disney. Soll Marvel und wie gesagt Star Wars in die Unendlichkeit gehen. Natürlich haben wir dann gedacht, gut, dann nennen wir es Star Wars Lounge. Wir haben das natürlich schon gegründet, gab es das noch alles gar nicht, weil da wurde ja gerade Star Wars verkauft. Im Jahr 2012. Das Film, Figuren, Theater. Und seitdem haben wir Film, Figuren aller Arten angeboten. Ja, auch den bösen Krieg, Zweiten Weltkrieg, auch die Figuren. Um darauf nur auch mal eine Antwort zu geben, warum wir diese Figuren haben. Einige sind die Originale. Ein Adolf Hitler ist nun mal ein Adolf Hitler, kann man nichts ändern. Der ist halt so und seine Kameraden waren halt, das ist halt so. Aber es gibt ja auch den Film, es gibt ja auch den Spielfilm, es gibt auch den Kriegsspielfilm. So, da sind wir auch beim, ja, da sind wir. Han Solo ist verstorben in Teil 7 und jetzt kommt Rogue One, den Kriegsfilm, der sogenannte Kriegsfilm. So, neuartige, ich heb mal einen ab da, so die neuartigen kommen, so Black Stormtrooper, ne? Mit dem General, mit dem Director zum Beispiel. So, ich muss euch doch keine Figuren mehr vorstellen, euch besonders nicht, ihr seid ja nun mal die Begeisterten und Begeisterte, die haben die ganzen Figuren, ja. Darum muss ich da nichts vorstellen. Aber Filmfiguren und Theater, nun, das hat ja nun mal einen komplett anderen Hintergrund. Komplett anderen Hintergrund hat die ganze Geschichte. Film,
Figuren und Theater. Ihr seid jetzt hier immer noch in der sogenannten Star Wars Lounge. So, wir sind Filmemacher, wir erstellen selber Filme. Wir sind selber Schauspieler, Regie, Dramaturgie und so weiter und so fort. Aber hier, in diesen Räumlichkeiten, weil man ja von der Kunst in der heutigen Zeit kaum noch leben kann, muss man natürlich auch andere Sachen machen. Darum haben wir hier so eine Art Tante Emma gegründet. Die alte Tante Emma, ein Fachgeschäft für... ein Fachgeschäft, jetzt genau hinhören. 1966, ein 10-jähriger Junge sagt zu seinen Großeltern, ich möchte ein Geschäft mit einem sogenannten Datenhighway, mit Anbindung von Maschinen. Und wenn die Kunden reinkommen, kann ich ihnen alles erklären. Aus aller Welt hole ich dann die Daten und dann drucke ich denen das aus, dann könnt ihr das mitnehmen und so. 10 Jahre, lang ist das her. Heute, im Jahre anno knack, 2016, 2017, 2018, 2020 etc. pp., also jetzt haben wir es. Richtig, ihr mit einem Klick in den sogenannten Datenhighway könnt ihr hier, ich habe keinen dicken Arm, ich zeige es euch gleich, warum der so hängt. Für die Banausen, die immer da so sprechen. Ja. Kaiser. Der Lemmy Killmeister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir können natürlich auch Werbefilme machen. Wir machen auch Werbefilme. So, heute bewerben wir diese Figur. Den Lemmy Killmeister. Der Lemmy Killmeister ist natürlich bei uns im Online-Shop zu haben. Im Online-Kaufhaus, auch bei eBay, Amazon und so weiter. Wenn Sie keinen mehr erhalten sollten, fragen Sie uns, fragen Sie den Medienkanzler, der kann Ihnen dann diese Figur sicherlich verkaufen. Denn darum geht es. Diese Figuren, die hier stehen, sind zum Verkauf. Die Bilder, einfach alles. Man kann hier alles kaufen, außer die Kopierer, die besorgen wir euch dann, denn sowas haben wir ja auch. Ne? Wir haben ja ein Kopierstudio, wir haben ein Medienhaus, Film, Foto, alles und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich Figuren. Figuren, die wir euch gerne verkaufen. Zum Beispiel den Lemmy Killmeister. Wie teuer der heute ist, das weiß ich nicht. Aber wie teuer morgen sein wird, das weiß ich sicherlich. Mehr wie heute er ist. Ja, 70, 80, 90, 200, je nachdem, wo ihr ihn kauft. Wie gesagt, bei uns könnt ihr auch kaufen. Wir haben ihn, man sieht's, wir haben ihn vorrätig.